Ja, wir befinden uns gerade vor einer Schule. Nun, im Moment haben ja die Osterferien angefangen, aber die werden nach einiger Zeit auch wieder vorbei sein. Und nach Ostern, da gibt es an den Schulen auch einige Neuerungen. Und zwar die größte, die ist wahrscheinlich, dass der Ninja-Pass abgeschafft wird. Grund dafür ist die Testreduktion. Bisher wurde an den Schulen dreimal pro Woche getestet. Nach Ostern wird das nur noch einmal in der Woche sein. Und zusätzlich wird es nach Ostern wahrscheinlich auch noch weitere Erleichterungen geben. Und zwar kann es sein, dass die 3G-Regelung dann fallen wird und man lediglich einen Impfnachweis in der Nachtgastro brauchen wird. Eine zusätzliche weitere Änderung, und da wartet man noch auf die entsprechende Verordnung des Gesundheitsministers Johannes Rauch, das ist die Verlängerung der Impfung. Das heißt, dass es dann in Zukunft im grünen Pass keiner neueren Impfung bedarf, sondern diese Zeit von 9 auf 12 Monate verlängert wird. Auch ein weiterer positiver Entwicklungszustand, auch die Masken, die werden wahrscheinlich fallen. Wann genau ist im Moment noch nicht klar. Allerdings wird es dann wahrscheinlich so sein, dass es im Handel und auch in den Innenräumen keine Masken mehr brauchen wird. Bleiben werden die aber noch in speziellen Situationen, so beispielsweise in den Öffis oder auch in den Spitälern und Pflegeheimen.